Moin zusammen. Ja, ich bin hier in St. Peter-Ording und es ist starker Wind. Ich hoffe, der Windschutz vom Mikrofon kann da mithelfen, dass ihr überhaupt noch was hört. Es ist auf jeden Fall nicht windstill, wie eigentlich angekündigt, und es frischt hier gerade noch mal so richtig auf. Ja, ich bin hier in St. Peter-Ording unterwegs am Strand und drehe mich auch mal. Dann seht ihr ein bisschen mehr irgendwo hinter mir. Ja, da so in die Richtung sollte der Leuchtturm Westerhever sein. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt sehen könnt. Ich mache da gleich noch mal eine kleine Aufnahme von. Ja, ansonsten ist das hier einfach nur ein kleiner Strandspaziergang. Ich bin hier unterwegs mit der A74 und dem Sony 1635 und dem Sony Mikrofon und will einfach noch mal ein bisschen das Vlogging Equipment hier unter etwas härteren Bedingungen, nämlich Windbedingungen, testen. Und will mal schauen, wie sich das Mikrofon im Sturm verhält, auch mit dem Windschutz drauf. Und dann natürlich auch noch mal schauen, wie ist das 1635, vielleicht auch für Fotos. Also ich habe jetzt hier kein Stativ, keine ND-Filter oder sonst was dabei. Es geht einfach nur darum, einfach mal zu schauen, wie schlägt sich das Objektiv so für ein, zwei Bilder. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen was Abstraktes hier aufnehmen. Ihr seht das hier hinter mir oder seht es wahrscheinlich nicht. Es ist richtig, richtig voll hier. Richtig viele Leute, also um mich rum jetzt gerade nicht, aber Richtung Pfahlbauten. Moment, Richtung Pfahlbauten, irgendwo in diese Richtung da hinten mit dem 16 mm. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel, aber da ist es grundsätzlich mal relativ voll, relativ viele Leute am Strand. Wir haben hier 30 Grad Sonnenschein und natürlich bestes Badewetter. Und dementsprechend bin auch ich jetzt mal hier an der Nordsee. Ja, und ich dachte, ich nehme euch einfach mit, teste mein Equipment hier noch mal ein bisschen unter etwas, ja, windigeren Bedingungen und schaue mir noch mal an, wie das 1635 so ist. Ich gehe jetzt erstmal vorne bis zur Wasserkante und schaue mal, ob ich zwischendurch mal das ein oder andere Motiv finde. Wie gesagt, kein fotografischer Anspruch, und ich blende euch einfach Fotos ein, die ich zwischendurch mal gemacht habe, und vielleicht finde ich gleich auch noch mal ein ruhiges Eckchen irgendwo in den Dünen. Und dann kann ich euch noch mal mein Kurzfazit zum Vlogging-Equipment hier mitgeben. So, hier will ich jetzt mal ein erstes Foto machen, und zwar ist ja da hinten der Westerhever Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob ihr ihn überhaupt seht im Video, weil das mit dem 16er natürlich schon sehr weitwinklig ist und der Leuchtturm doch noch ein bisschen weit weg ist. Ja, ich will aber trotzdem mit der Sony A74, dem 1635 bei 35 mm und Blende 8 mal ein Foto machen. Ich blende euch das auf jeden Fall mal ein. Viel wird man wahrscheinlich nicht sehen vom Leuchtturm. Ja, ist ein bisschen schade. Hier ist auch kein großartiger Vordergrund, weil jetzt hier gerade wirklich nur Sand ist und der auch noch nicht mal relativ spannend, sondern eher, ja, wirklich glatt gewaschen. Vom Wind natürlich auch so ein bisschen hier glatt geweht. Normalerweise sind hier immer mal so
Wellen drin vom Wasser, was dann abläuft, wieder aufläuft. Aber diesmal ist er wirklich relativ glatt. Dementsprechend auch kein interessanter Vordergrund. Ich werde trotzdem mal ein Weitwinkelbild machen mit Weitwinkel mit 35 mm. Noch weiter wird es wohl nicht, sonst sieht man gar nichts mehr. Aber einmal Hochformat, einmal Querformat und ich blende euch hier beide Versionen einmal ein. Und dann könnt ihr selber sehen, ob man noch was vom Leuchtturm erkennt oder nicht. Wie gesagt, für mich geht es erstmal nur darum, einfach mal zu gucken, was kann das Objektiv so, wie sieht das aus bei Blende 8, ist es schön scharf. Und deshalb einfach nur ein paar Testfotos hier von mir, aber trotzdem vielleicht ja was Schönes dabei. So, ich mache mich jetzt auf dem Weg noch mal ein bisschen näher dran an den Leuchtturm. Ist hier vorne immer so ein Problem, weil das ganze Gebiet hier vorne, hier ist ja so eine Abzäunung, das ganze Gebiet hinter dieser Absperrung, hier ist natürlich ein Vogelschutz und ein Brutgebiet und dementsprechend kann man da nicht einfach so reinlaufen. Man kann aber bis zur Wasserkante da vorne und von da aus ist man definitiv auch schon mal ein bisschen näher dran. Und das heißt, ich werde mal hier bis zur Wasserkante laufen und dann mal von da noch mal ein Foto machen. Ich blende euch das auch noch mal ein. Man kommt da immerhin ein wenig näher dran an den Leuchtturm, der irgendwo da hinten ist. Und ich hoffe, mit dem 35er kriege ich damit ein bisschen mehr drauf. Vielleicht findet sich da ja auch noch ein interessanter Vordergrund oder man kann nah ans Wasser gehen. Ja, ich werde euch das Bild gleich mal zeigen. Jetzt gehe ich erstmal bis zur Wasserkante und dann schaue ich mal, was sich da für eine Komposition so ergibt. So, jetzt bin ich noch mal ganz vorne an der Wasserkante, hier vorne direkt das Wasser und ich hoffe, ihr seht ihn da hinten auch, den Leuchtturm Westerhever. Und ich habe jetzt noch mal ein, zwei Bilder gemacht, habe auch noch mal ein, zwei Bilder von Nala gemacht. Ja, selbst mit 35 mm ist der Leuchtturm doch relativ weit weg, auch wenn man denken könnte, er wäre nah dran. Er ist tatsächlich relativ weit weg mit 35 mm, da braucht man weiter gar nicht gehen. Sonst hat man hinterher nichts mehr im Bild. Also vielleicht wäre das ganz interessant, wenn man jetzt irgendwie eine Milchstraße oben drüber hätte, dann könnte man das sicherlich ganz gut von hier aus fotografieren. Hätte vielleicht sogar noch eine Spiegelung im Wasser. Das sähe vielleicht ganz gut aus weitwinklig. Aber ansonsten
Jetzt haben wir wirklich blauen Himmel, Schleierbewölkung und seht ihr, Nala geht schon wieder baden. Und dementsprechend ist natürlich der Himmel relativ uninteressant. Ne? Wir haben später Nachmittag, aber noch weit weg von blauer Stunde und auch weit weg von Sonnenuntergang. Also von daher, vom Licht her, ja, nicht so richtig interessant. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen am Wasser zurück und habe auf jeden Fall ein paar Fotos gemacht, hauptsächlich auch von Nala hier, wo auch immer sie sich schon wieder rumtreibt. Und ansonsten natürlich ein wenig zumindest vom Leuchtturm. Vielleicht finde ich noch was Spannendes unterwegs. Wenn nicht, ja, dann war es das und hat sich trotzdem gelohnt. Aber vielleicht finden wir noch das eine oder andere, dann zeige ich es euch natürlich auch. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Ich habe gerade tatsächlich eine Robbe hier am Strand getroffen. Leider natürlich mit dem 16-35 das völlig falsche Objektiv drauf. Ja, ich hoffe, mit ein bisschen Kroppen kann ich noch ein bisschen was retten. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, da ich es schon eingeblendet habe, wenn es was geworden ist. Und ja, ich stehe hier wirklich in der Nordsee gerade. Es ist wirklich herrlich. Ja, es ist ärgerlich. Also normalerweise bin ich ja eigentlich immer mit dem 135 für die Hundefotografie unterwegs. Das wäre jetzt ideal gewesen, um auch die Robbe zu fotografieren. Die lag da ganz gemütlich am Strand rum und hat sich da jetzt gesonnt. Wir sind natürlich auch nicht zu nah rangegangen, um sie jetzt nicht zu stören. Also von daher mit einem gewissen Sicherheitsabstand von einigen Metern, mehr als 10 Metern auf jeden Fall. Wahrscheinlich fast 20 Meter hatten wir Sicherheitsabstand. Kann man nur so schlecht schätzen. Wir haben sie auf jeden Fall nicht gestört und sie hat sich auch nicht gestört gefühlt, denn sie lag da wirklich ganz in Ruhe und hat sich weiter gesonnt. Ja, es ist wirklich ärgerlich. Das ist meine erste Robbe seit langer Zeit in freier Wildbahn und vor allen Dingen so nah
dass ich sie hätte mit dem 135 1.8 von Sony sehr, sehr gut fotografieren können. Erst recht mit der A7 IV und dem Crop-Potenzial, was die noch hat. Ja, das ist ärgerlich. Jetzt habe ich nur das 16-35 dabei mit 35 mm. Ach ja, das hat nicht so richtig was gebracht, glaube ich. Ja, sehr schade auf jeden Fall. Freistellung ist natürlich auch nicht. Naja, so ist es jetzt, glaube ich, maximal ein Erinnerungsfoto geworden, da, glaube ich, mehr nicht drin ist. Ich werde jetzt noch mal hier an der Wasserkante weitergehen und ach so, ich habe vorhin noch 2-3 Muscheln fotografiert. Habe ich jetzt über die Robbe glatt vergessen, euch zu zeigen oder mitzuteilen. Ja, ich blende euch die Muscheln hier auch noch mal ein gleich. Da habe ich noch mal ein Foto von so einer Muschelkonstellation gemacht, die ich hier am Boden gesehen habe. Fand ich ganz interessant. Ist nichts künstlerisch Wertvolles, aber ja, zeigt einfach mal, wie nah man so mit dem 16-35 Blende 4 an Objekte rangehen kann, also schon so gewisse Makrofunktionalitäten, wenn man denn so will. Ja, ansonsten gehe ich jetzt hier an der Wasserkante langsam aber sicher zurück. Ich weiß noch nicht, ob es ein Fazit gibt. Wahrscheinlich gibt es gleich kein Fazit mehr zum Vlogging-Set, aber ich glaube, da mache ich noch mal ein separates Video zu. An sich bin ich ganz zufrieden mit der Kombination. Ich glaube, das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, ein ausführliches Fazit gibt es dann in einem anderen Video, weil ich hier jetzt doch schon relativ lange unterwegs bin. Und es ist auch so voll, dass man hier nirgendwo einen Ort hat, wo man sich mal ruhig hinsetzen kann. Selbst die Dünen sind brechend voll. Und Nala hat auch, glaube ich, langsam keine Lust mehr. Der ist ein bisschen warm, auch wenn sie sich hier im Wasser abkühlen kann. Ja, deshalb glaube ich, werden wir uns langsam aber sicher Richtung Auto aufmachen und damit diesen Ausflug dann hier auch beenden. Ich verabschiede mich gleich nochmal. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes zum Fotografieren. Falls dem so sein sollte, werde ich euch das noch einblenden. Aber ja, mit der Robbe, das war auf jeden Fall erstmal ein Highlight. Und jetzt gehen wir erstmal ein bisschen durchs Wasser zurück. Ja, Leute, ich glaube, das war es tatsächlich für heute. Ich habe hier noch 1-2 Muscheln fotografiert. Ich glaube nicht, dass da groß was bei ist, was wirklich gut ist, aber ich blende euch das trotzdem ein oder ich habe euch das eingeblendet. Ja, ansonsten werden wir uns jetzt auf den Rückweg machen, auf den Weg zum Auto und wir gehen jetzt durch den Hauptstrand zurück. Deswegen, da ist jetzt relativ voll, da sind relativ viele Menschen, da werde ich jetzt nicht mehr filmen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, hier Einblicke in St. Peter-Ording zu bekommen. Einmal ja, eine kleine Runde hier zu drehen und einfach mal mitzukommen an den Strand, an die Nordsee. Herrliches Wetter und herrliches Badewetter. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen reingehen. Nala ist ja schon im Wasser. Ich folge ihr jetzt nochmal und danach gehen wir nach Hause. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch zumindest ein wenig Spaß gemacht und ja, ausführlicheres Fazit dann zur Vlogging-Kombination in einem der kommenden Videos. Jetzt genieße ich hier erstmal noch mal ein bisschen den Abend an der Nordsee und wünsche euch auch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!